Hallo meine lieben Kreativlinge, heute gibt es wieder einen Design Team Beitrag von Papiereckchen. Und zwar habe ich, ihr habt die Karte schon gesehen, ich habe einmal diesen Die Cut verwendet und den Flamingo Stempel. Und ja, Karte habt ihr gesehen. Sehr sommerlich, finde ich, sehr schön. Ich habe auch schon alles vorbereitet, weil sonst würde das viel zu lang dauern. Hier ist der Flamingo. So, wir brauchen zuerst einmal eine Karte. Die schneide ich mir zurecht auf 14,5. Dann falze ich sie mir bei 10,5. So. Und dann brauche ich noch einen Aufleger. Der hat die Maße 10 mal 14. Das zur Seite. Das bearbeiten wir uns jetzt. Dann nehme ich einmal so ein Stencil. Und die Farbe Salty Ocean war das jetzt. Und dann gestalte ich mir so ein bisschen die Wellen. Dann nehme ich mir hier so ein Kreis-Stencil und die Farbe Candied Apple. Damit gestalte ich mir den Sonnenuntergang. Und alles, was ich verwende von ihrem Shop, verlinke ich euch unten in der Infobox mit einem 10% Rabattcode, der Natascha10 ist. Und dann spart ihr 10% bei euch, bei ihrem Shop. Auf eure Bestellung. Und den könnt ihr auch 10-mal einlösen, den könnt ihr 20-mal einlösen, den könnt ihr einmal einlösen. Also der ist immer und immer wieder verwendbar. So. Dann nehme ich Mustazid. Und damit mache ich mir jetzt so den Himmel quasi. Mir fällt jetzt gerade erstmal auf. Ich glaube, ich brauche mal eine neue Musterziehe. Das schaut irgendwie sehr merkwürdig aus. Mir fällt es aber gerade auf, dass ich alles an Brushes und Blending-Tools und so verwendet habe für die Karte. Einmal Fingerschwämmchen, einmal den ja, Pinsel und einmal das Tool hier. So, und dann nehme ich nochmal das Fingerschwämmchen. Und verblende das Ganze noch mal so ein bisschen. Ich nehme auch keine weitere Farbe mehr. Einfach nur, dass der Übergang ein bisschen weicher ist. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, Kinder, Kinder halt. Ihr habt nichts verpasst, ich habe in der Zeit nur aufgeräumt. Ihr seht. Farben sind weg und so. Schon mal alles zur Seite geräumt. So, die klebe ich mir jetzt erstmal auf. Dann habe ich mir so ein Grünzeug ein bisschen ausgestanzt. Was ich da hatte, oder was ich da hab. So. Ich hoffe, ich positionier das jetzt richtig. Oh, meine Nase juckt.
Das wollte ich so ein bisschen eigentlich da unten drunter schmuggeln. Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Okay, Kamera läuft. Oh, nö, jetzt habe ich da einen Knoten drin. Wenn ich das jetzt erledigt habe, dann tue ich erstmal noch ein Päckchen packen. Ich muss noch ein Päckchen packen. Aber dann wird es wieder so. Das sage ich irgendwie immer. Das sage ich irgendwie immer. Aber es kommt halt immer was dazwischen. Und ja, wenn du dann Familie hast und Arbeit hast und das Hobby dann halt, das bleibt dann halt einfach, ne, hinten nach. Und wenn ich dann mal wieder Zeit fürs Hobby habe, dann habe ich immer so viel vor und dann, ja, es ist halt so. So, jetzt haben wir schon mal gleich das ganze Mini-Geklebe. Ich will es nicht verschreien, aber diesmal läuft es relativ gut. Okay, dafür ist mein Ding weg. Muss ich dann dringend suchen, bevor der dann irgendwo ist und irgendeiner reinlatscht. So, dann mache ich mir jetzt erstmal 3D-Pads drauf. Na, bin nicht runter. Ach, da liegt er. Da liegt die Nadel, Gott sei Dank. Oh, das wäre blöd, wenn die am Boden liegen würde und irgendeiner reinlatschen würde. Dann mache ich mir unten auf die Füße noch ein wenig Kleber drauf. Einfach, dass wenn ich die Karte in Umschlag stecke oder so, dass die Füße nicht irgendwo dann hängen bleiben und ich sie vielleicht abreiße. So, und dann kommt da noch auf den Spruch 3D-Pads drauf. Na, da wo sie nicht kleben, kleben die. Und da wo sie kleben sollen, da kleben sie manchmal nicht. Das ist schlimm. Schere muss ich dann auch gleich wieder sauber machen. Und dann ist unsere Sommerkarte auch schon fertig. Jetzt mache ich nochmal schnell meine Schere sauber, nicht wundern. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mal schauen, was es wird. Wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.